Die Messe München geht auf Reisen. Schon seit 2016 gibt es die sogenannte Innovation Journey. Und während Corona hat sie ein bisschen pausiert. Jetzt kommt sie im Rahmen der internationalen Automobilausstellung, die erstmals in München stattfindet, zurück. Über die Idee hinter dieser Reisereihe und über das Konzept kann ich jetzt sprechen mit Klaus Dietrich in München. Hallo, Herr Dietrich. Grüß Sie. Herr Dietrich, Sie sind der Chef der Messe München, freuen sich also über den Neuzugang IAA in Ihrem Messeportfolio. Jetzt hat es in den vergangenen Tagen Diskussionen, noch Meldungen darüber gegeben, inwieweit das, was Sie geplant haben, überhaupt so stattfinden kann. Können wir mit der IAA denn rechnen in diesem Jahr? Da bin ich ganz sicher. Wir rechnen auf jeden Fall mit der IAA. Es ist sowas wie ein Leuchtturm für die gesamte Messewirtschaft, nicht nur in Deutschland, sondern international. Ich weiß von ganz vielen meiner Kollegen, die sogar nach München kommen, sich anschauen, wie das funktioniert. Erstens, dass sie in einer Pandemie überhaupt stattfinden kann. Wir haben ein ausgeklügeltes Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt, die das ermöglicht. Und zweitens ist es natürlich von der Konzeption der Veranstaltung absolutes Neuland, das wir beschreiten. Die Veranstaltung wird nicht nur in unseren Messehallen stattfinden, sondern zum ersten Mal wird ein Thema auf den schönsten Plätzen, die die Stadt zu bieten hat, auch einem breiten Publikum zur Kenntnis gebracht. Und zwar ein Thema, das letztendlich alle angeht, nämlich das Thema die Zukunft der Mobilität. Also nicht nur die Autofans, sondern alle, die irgendwo leben, sei es jetzt in irgendwelchen Ballungsräumen, nicht nur in Deutschland, sondern international oder eben auch im ländlichen Raum. Jeder ist auf Mobilität angewiesen. Und diese Zukunft der Mobilität darzustellen, erlebbar zu machen, das ist das neue Konzept, das es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Die IAA hat Frankfurt verlassen und macht jetzt, das haben Sie gerade schon angedeutet, einen Neuanfang als IAA Mobility in München. Was bedeutet dieser Neuzugang für Sie als Messe München, die ja sozusagen die Plattform ist für das, was da jetzt stattfindet? Ja, zum ersten Mal, es war ja ein harter Wettbewerb zwischen 7 Standorten um diese IAA, nicht nur Frankfurt, sondern auch Köln, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Hannover haben sich darum beworben und wir haben das Rennen gemacht. Das freut einen natürlich unglaublich. Ich glaube, ausschlaggebend war erstens, dass München natürlich ein sehr weltweit bekannter und beliebter Standort ist, dass wir eine tolle Infrastruktur haben, auch ein modernes Messegelände, das unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit vorbildlich schon vor Jahren konzipiert und gebaut wurde. Und dass wir auch ein sehr innovativer Messeveranstalter sind, der sich seit Jahren auch bemüht, digitale Produkte, digitale Formate zu entwickeln, neue Formate wie die Innovation Journey und der international auch bestens vernetzt ist. Wir sind auch mit beteiligt an der Automobilmesse in Shanghai und in Peking über unsere Tochtergesellschaft IMAG, haben ein weltweites Netzwerk an Auslandsvertretern. Und von daher war es, glaube ich, nur konsequent, dass am Ende der IAA oder der VDA-Vorstand sich für München entschieden hat. Wir haben auch sehr viel Rückendeckung von unseren Gesellschaften bekommen, dem Freistaat Bayern, der Stadt München, sodass eigentlich rundum alles perfekt für uns gelaufen ist. Ein Konzept, das Sie schon vor der IAA an den Start gebracht haben, ist die Innovation Journey, die unser Hauptthema heute sein soll. Erstmal ganz grundsätzlich, was ist das Konzept hinter dieser Innovationsreise? Also die Idee ist, sowas wie einen mobilen Think Tank für einen Tag zu schaffen. Das heißt, es werden Teilnehmer eingeladen auf C-Level, um sich über alle Industrien hinweg gemeinsam über die Innovationen in einem Segment zu informieren. Sei es jetzt Automatisierung, sei es Verkehr und Logistik, sei es Digitalisierung und eben jetzt zur IAA das Thema Mobilität. Das ist eine kuratierte Reise über mehrere Stationen hier am Standort München, die Mehrwert schaffen soll, wo man Ideen mitnehmen kann, wo man sich auch mit den Teilnehmern untereinander über alle Industrien hinweg austauschen kann, um am Ende für sein Unternehmen auch daraus zu lernen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Was haben Sie denn bei der Innovation Journey, also bei der Rückkehr der Innovation Journey jetzt im Rahmen der IAA vor? Das ist eine eintägige Veranstaltung, die in der Regel beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück, dort schon die ersten Impulsvorträge sind, auch um sich untereinander kennenzulernen im Rahmen dieses Frühstücks. Dann geht es auf die Messe,
um dort Programm-Highlights auch geführt kennenzulernen. Bei der IAA gibt es ja auch diesen Summit. Also es werden zum Beispiel auch Top-Vorträge von Herstellern wie Bosch und Continental auf der IAA Teil dieser Innovation Journey sein. Und dann geht es sozusagen auf Reisen in München. Wir werden uns die Hotspots der Zukunft der Mobilität in München ansehen. Und das Ganze klingt dann auch aus in einem gemeinsamen Networking-Event am Abend, wo man den Tag nochmal gemeinsam reflektieren kann. Was sind Ihre wichtigsten Learnings oder gibt es ein wichtigstes Learning aus 5 Jahren Innovation Journey? Das wichtigste Learning ist eigentlich, sich zu öffnen, mal aus der Branche herauszugehen und sich mit anderen Branchen zu verbinden. Cross-Industry ist da das Stichwort. Und ja, auch sich die Zeit mal so einen Tag zu nehmen. Alle Teilnehmer, die dabei waren, kamen sehr inspiriert und auch mit neuen Ideen raus und haben das mitgenommen in ihr Unternehmen und damit dazu beigetragen, ja, in diesen Zeiten, wo viel Dynamik ist, wo viel Unsicherheit ist, auch sich inspirieren zu lassen und das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln. Was bedeutet diese, ich sag mal, Bildungsreise für Sie als Unternehmen? Ja, wir verstehen uns schon seit längerer Zeit nicht mehr nur in der Rolle als Vermieter von Quadratmeter Ausstellungsfläche, sondern wir sehen uns als Plattformmanager. Wir sind davon überzeugt, dass es wichtig ist, zusätzlich zu den physischen Messeveranstaltungen weitere Angebote zu entwickeln. Unser Claim lautet Connecting Global Competence. Das kann man nicht nur auf einer Messe machen, sondern kann man in unterschiedlichen Formaten machen. Da gibt es die Innovation Journey als ein Format. Wir haben vor mehr als 5 Jahren ein Netzwerk gegründet, Frauen verbinden, wo Frauen in Führungspositionen sich regelmäßig austauschen und treffen, mittlerweile an 3 Standorten, neben München auch in Berlin und Hamburg. Rund 1000 weibliche Führungskräfte, die da regelmäßig zusammenkommen. Wir haben jetzt in der Pandemie ganz, ganz viele digitale Formate entwickelt. Also die Strategie geht dorthin, durch digitale Formate, durch zusätzliche Angebote wie solche Innovation Journeys, der Rolle gerecht zu werden, Innovationen voranzutreiben, Plattformen zu schaffen, wo man sich über Innovation informieren kann, austauschen kann, gemeinsam lernen kann und da so eine Art Kuratorenrolle zu übernehmen. Das ist die zukünftige Rolle von Messeveranstaltern. Herr Diedrich, für die Zukunft, für die IAA, für Ihre Innovation Journey alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank auch an Sie.